Leute, was geht ab, Leute? Hunger. Ihr könnt es hier sehen. Flamaga Raid. Ich bin hoffentlich bereit dafür. Hab jetzt nicht nachgeschaut, aber man kann sich da denken, was so die besten Konter sind. Aber Spiel hängt ein wenig. Das ist schon mal nicht gut. Und ja, ich kann euch auch direkt den Trick zeigen. Bezüglich die Animation, die Go-Animation überspringen. Und zwar geht das ganz leicht. Anstatt dem, genau so. Das ist mein Team. Wieso wird mir der ausgewählt? Immer, falls wir mehr brauchen. Okay. Ich denke, die zwei Kyogre und Angrodon, die machen das schon. Und zwar ist der Trick, indem man hier mehr Zeit auf ein leeres Team geht und dann, wenn der Kampf losgehen würde, dann kommt einfach so eine Fehlermeldung und dann kann man auf sein normales Team wechseln und dadurch überspringt man die Go-Animation. Ich zeige euch das mal, genau. Ich kann euch das ja zeigen, also ich dachte kurz, ich hätte dann mein Team nicht, aber ich kann ja einfach so rüber scrollen. Hab's selber noch nie gemacht. Eigentlich braucht man es ja auch nie, außer man macht irgendwelche Min-Versuche. Solo, Duo, Trio. Bin gespannt. Ah, los geht's. So. Genau, und jetzt, ihr seht, es war bei 185. Und ja, so haben wir ungefähr 5 Sekunden gespart. Ein interessanter Trick. Jetzt schauen wir mal, ob ich das Flamaga schaffe hier. Ich hoffe mal. Kommt davon, wie viel er hier abzockt. Ja. Oh. Er zockt schon mehr ab als erwartet. Ich habe schon damit gerechnet, dass ein Kyogre so um die Hälfte vom Flamaga abzockt, weil er zockt ja gerade mal ein Drittel ab. Ja, nicht mal ein Drittel, ein Viertel. Das heißt, zwei Kyogre zocken die Hälfte ab. Da habe ich noch einen Glodon. Das heißt, ein Vierter muss eigentlich schon ran. Schauen wir mal. 180, 90 ist die Hälfte. Also das Kyogre hier sollte schon den gelben Bereich schaffen. Dann kommt jetzt nochmal die Attacke. Schon mächtig. Aber ja, ich denke mal, wir sind gleich im gelben Bereich. Jetzt. Wir sind noch 15 Sekunden drüber. Sagen wir mal 10, weil manchmal läuft es schon bei 5 Sekunden so ab, die Zeit. Die Sache ist halt, die Kyogre zocken bei weitem mehr ab als Oa. Als zum Beispiel jetzt die Gyarados, die ich noch am Start habe. Aber ich mache mir schon ein bisschen Sorgen. Danach habe ich halt nur noch die zwei Gyarados. Und das könnte sein, dass es nicht reichen wird. Wir werden sehen. Gyarados, die letzte Hoffnung. Wenn zwei Kyogre auf Max, einer davon 100 und ein Grodon auf Max, einer davon 100, es nicht schaffen. Ah, dann weiß ich auch nicht. Dann theoretisch müsste ich einen dritten Kyogre auf Max pushen. Und Zeittrick habe ich jetzt auch angewendet. Also, ich habe jetzt ja alle Ressourcen hier ausgepackt. Oh mein Gott. Das sieht eigentlich nicht so gut aus. Obwohl, ja. Knapp, knapp, knapp. Bisschen Adrenalin, mein Herz schlägt ein bisschen. Ja. Doch, das geht schon. Okay, die Gyarados richten das schon. Ja, aber geschenkt ist er auf jeden Fall nicht. Geschenkt ist er auf jeden Fall nicht. Die Kyogre haben halt reingehauen am Anfang. Okay. Das war's. Geschafft, Leute. Check. Es wird nur noch Alola Raichu. Aber von dem würde ich eigentlich auch so viele machen, wie es geht. Also, da mache ich eigentlich mehr als einen. Flamaga jetzt, check. Jetzt brauche ich da keinen mehr, aber Alola Raichu, Alola Knogger. Einzige Chance, da einen 100er zu bekommen, ist eben durch die Raid. Sprich, da mache ich noch mehr. Ja,
Schreibt unten in die Kommentare eure Erfahrung mit Flamaga Solo. Der hat mich schon jetzt zum Schwitzen gebracht. Vor allem als mein Grodon so hart kassiert hat. Die hat er direkt die Ladeattacke kassiert. Und dann war er schon relativ früh weg. Da dachte ich mir, puh, das wird glaube ich nichts mehr. Und das wird glaube ich auch nichts mehr mit dem Fangen hier. Aber ich will jetzt an sich auch keine Berge oder so für den verbrauchen. Ja, okay. Schauen wir mal. Evolution Day, darauf freue ich mich. Oh, doch, da haben wir ihn. Mal schauen, wie wir alle Formen, Weiterentwicklungen als Shiny bekommen. Wie wir das machen werden. Ein Infovideo folgt noch. Really strong, ja, ja. Direkt weg damit. Aber bam, abgehakt. Und jetzt geht's auf zum Penny. Alter, was geht ab, Latonge? Bei einem Alola Gaichu. Okay, interessant, was mir vorgeschlagen wird. Also Boden halt. Aber ich habe nachgeschaut und ich habe gesehen, dass Alola Gaichu auch Psycho ist. Deswegen Despotar. Geht schon klar. Wir können wieder den Zeitkick machen und hier unser leeres Team auswählen für mehr Zeit. Schauen wir mal. Okay, mein Spiel hängt ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, dass ich jetzt rüber swipe. Ja. Alter! Nein, hat natürlich nicht funktioniert. Ah ja. Aber wahrscheinlich sogar weniger Zeit als normal. Jetzt. Alter, richtiger Fail. Richtiger Fail. Ja, das passiert, wenn dein Handy hängt. Dann funktioniert der Zeitkick nicht. Ja, aber ich hoffe, dass er trotzdem kein Problem sein wird. Geh doch außen rum, Mann. Also ich gehe mitten dadurch, mit Absicht. Anstatt hier vorbeizugehen. Leute gibt's. Ja, Wahnsinn. So. Also mit wie viel sind wir gestartet? 170. Hälfte ist 85. Ja, schauen wir mal. Ich denke, sieht ganz okay aus. Also auf den ganzen Tabellen war er als hell markiert, also das heißt eigentlich leichter, ja. 100 Sekunden. Also eigentlich leichter als Flamaga zum Beispiel. Den haben wir ja auch geschafft. Der war sogar heller eingezeichnet als Donphan. Danke. Ja, sieht doch okay aus, Leute. Jetzt frage ich mich nur noch, was ein 100er ist. An sich würde ich eigentlich jeden Gaichu mitnehmen, aber ich sehe den nicht so oft. Das ist jetzt mein erster. Nach 6 Tagen. Das kam ja letzten Freitag. Ja, 30 Sekunden Restzeit. Wir sind später rein. Also easy. Ich glaube immer nicht. Aber ist auch mein Dex-Eintrag. Also falls ich ihn fange. Ich würde mich natürlich nicht zu früh freuen.
richtig rot, also tiefrot, dunkelrot. Aber erster Ball drin. Yay. So. Und? KP, Defense. KP, Defense 15. Oh. Muss ich mal nachschauen. Möglicherweise 98. Beide 3er Solo Rates geschafft. Davor hatten wir ja Donphan auch bereits erledigt. Das heißt, für diese Saison, sag ich mal, für dieses Mal haben wir alle 3er Solo Rates geschafft. Letztes Mal habe ich Blitzer verpasst. Ich habe ihn auch gar nicht so oft gesehen. Und dann, jedes Mal, falls ich ihn gesehen hatte, war ich nicht bereit. Ich hätte noch ein zweites Quarter maxen müssen. Hat sich halt nie ergeben, leider. Ich hoffe, Blitzer kommt demnächst wieder. Nächsten Monat ist ja Raikou wieder am Start. Thema Donner und Elektro. Da könnte Blitzer wiederkommen, also das wäre meine Chance. Ansonsten habe ich ja irgendwann mal Azumarill verpasst. Ich weiß, Azumarill war leicht und das war kein Problem, aber trotzdem muss ich ihn einmal geschafft haben. Aber ja, schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so läuft. Habt ihr versucht, Alola Raichu und Flamara alleine zu besiegen? Und, keine Ahnung, schreibt noch unten rein, ob ihr ein gutes Alola Raichu habt. Und das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.